glaube, es gibt keine Ökonomie ohne Kreativität. Und es ist natürlich für die Kreativität auch wichtig, dass die Dinge, die sie hervorbringen, auch umgesetzt werden, dass es auch zum Fliegen gebracht wird. In der Hinsicht ergänzen sie sich. Und für uns ist das an dieser Stelle einfach wichtig im Sinne des Mottos zu sagen, das ist für uns ein wichtiger Wirtschaftsfaktor in Deutschland. Es muss da mehr geschehen und es muss dem Thema Kreativität in Deutschland mehr Bedeutung beigemessen werden. Die Ökonomie ist eine Wissenschaft, die lange dominiert hat, nur vom abstrakten Markt, von den abstrakten Finanzmärkten gesprochen hat. Heute ist der Ansatz viel mehr beim einzelnen Individuum und beim Verhalten des Individuums, die Verhaltenspsyche des Menschen zu verstehen. Also auch hier, die Kreativität kommt auch in die Ökonomie hinein und von daher können wir hoffen zumindest, dass es auch auf die Unternehmen dann übertragbar sein wird. Die Kreativen, die denken hier oder fühlen hier und die Rationalen denken hier. Und das ist ein bisschen unfair. Also die Kreativen müssen auch rüber und sagen, okay, wie kommuniziere ich mit den Leuten? Man braucht eine Partnerschaft. Der nächste Punkt ist natürlich auch, dass man gewisse Kompetenzen braucht, um die Ideen auch zu machen. Ideen haben nur Macht, wenn sie gemacht werden. That approach the economy in that way as being able to take it on as a challenge and think about new ways around it rather than just accepting it as it is and as it's always has been, then I think there's huge potential for transformation in that. So that's what I think is important. Es gab einige Arbeiten, die so gut waren, dass die Jury sie gerne als Grand Prix des Profi-Wettbewerbs nominiert hätte. Wir haben insgesamt Hauptwettbewerb wie Nachwuchswettbewerb rund 8000 Exponate gehabt mit 338 Juroren. Viel Stoff, viel Zeug, viel Diskussion, gute Diskussion und gute Qualität. Wir haben insgesamt mehr Nägel vergeben als im Vorjahr und das nicht ohne Grund. Es gab einfach überragende kreative Ergebnisse. Also man hätte sich schwer getan, es künstlich klein zu halten. Es ist sehr verdient, dass wir dieses Jahr 19 Goldmedaillen vergeben haben. Wir haben das Potenzial, die Kreativen, um die Welt zu verändern, um Geschäftsmodelle erfolgreich zu machen. Und heute Abend konnten wir eindrucksvoll sehen, wie stark Ideen Geschäft boosten können, aber vor allem die Herzen des Publikums erobern. Der Preis bedeutet eine riesen Auszeichnung und eine Wertschätzung für unsere Arbeit, weil Ideen manchmal mehr bewirken können als Diskussion und Politik, weil sie Freude machen, Klarheit schaffen und einfach uns weiter nach vorne bringen. Und deswegen sind Ideen definitiv das Geld von morgen.